Rückrundenauftakt, am Ende steht aber die erste Heimniederlage für Bayer. Woran hat's gelegen? Ja, dass wir erste Halbzeit nicht mutig genug waren. Also, wir haben versucht, so hoch anzulaufen, aber mit Ball waren wir einfach nicht mutig genug. Zweite Halbzeit haben wir es dann besser gemacht, aber dann, ja, steht es 2-0. Versuchen wir nochmal alles, kommen wir mal ran. Wenn wir dann vielleicht das 2-2 machen, ja, dann können wir es holen. Aber der Bahn war wieder eiskalt heute, hat die Tore gemacht und deswegen glaube ich auch verdient gewonnen. Zwei auch wieder per Standard. Woher kommen diese Probleme beim Verteidigen von Standards? Ja, ich sage jetzt ja keine Probleme. Wir hatten das ja in der Hinrunde am Anfang und haben das dann super in den Griff bekommen. Und heute ja, fällt dann am zweiten Posten wieder das Tor. Freistoß, ja, mein blödes Foul. Kurz vor Schluss. Ich glaube, dass man das dann kassieren kann, weil er gut geschossen ist. Passiert halt. Aber ja, wir müssen uns da besser anstellen und das konzentrierter wieder machen, so wie wir es im Verlauf der Vorrunde aufgezeigt haben. Bayer hat schon einige Male ein Spiel gedreht, auch nach der Pause. Ist das die Klasse der Bayern, die das in so einem Spiel unmöglich macht? Ja, ich will nicht sagen unmöglich, ich glaube, es wäre möglich gewesen. Gerade mit dem 2-1, wir haben dann schon gedrückt und haben versucht, aber ich glaube, wenn der Volle das Tor macht, vielleicht dreht er das Spiel dann wirklich. Aber ja, so hat das Bayern dann am Ende gut gemacht, ja, ist klar. Dankeschön.